I'm gonna tell you right now, cause she's the one I'm thinking of. Hey. Hallöchen! Jo, hallo, Glück auf! Schöne Grüße aus Heidelberg! Ja, wobei ist nicht ganz Heidelberg hier, ne, oder? Das ist ein Vorort von Heidelberg. Oh, warte mal. Ist nur Kakao! Ist nur Kakao! So, wir sind jetzt hier in Heidelberg. Stehen hier auf dem Stellplatz Heidelberg. Ein großer Platz mit 20, 30, 40 ja. Plätzen. Teuer, 20 Euro. Die Übernachtung allerdings mit Strom. Inklusive Strom und Entsorgung. Versorgung ist zu bezahlen. Weiß ich aber nicht, wie viel. Also Strom ist hier drin, ne? Strom ist drum und Entsorgung. Und der Platz selber mit allen Personen. Genau. Duschen kannst du hier noch, 2 Euro. Mhm, da hier bei den Tennishallen oder Scoreschallen. Versorgung, also Frischwasser, kostet auch Geld. Schätz mal. Ja, 1 Euro oder was? Ja, so wie ich die hier einschätze, werden es wohl auch 2 Euro sein. So. Ja, nein. Ich, wissen aber auch nicht genau. Da sagen wir vielleicht noch mal was zu. Ist jetzt ein bisschen tricky zu finden. Am besten lasst ihr euch über Google Maps navigieren. Genau. Der findet das, weil normal haben wir über das andere Navi, der hat uns natürlich hier falsch geführt. Da ist, weil hier alles Baustelle Co-Pilot. Ist. Co-Pilot hat uns falsch gelotst. Das heißt falsch, wäre auch richtig gewesen, du kommst nur nicht an. Genau, ja. Ansonsten schauen wir uns morgen mal Heidelberg an. Wir bleiben 2 Tage. Ja. Oder 2 Nächte haben wir gemacht. Erstmal. Das heißt heute, was haben wir, 17 Uhr oder sowas, 16 Uhr. Machen wir nichts mehr. Heute passiert nicht mehr viel. Es gibt vom Platz aus hier in der Nähe 5 Minuten Gehweg. Entweder kommt man mit dem Bus in die Stadt oder mit der Straßenbahn. Oder mit dem Fahrrad. Haben wir jetzt nicht mit. Ja, wir haben tatsächlich überlegt, ob wir die Fahrräder mitnehmen. Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn wir auch noch in den Schnee reinkommen, ich meine jetzt. Dann brauchen wir keine, aber im Moment liegt hier kein Schnee, ist hier alles frei. Hätte man sie nutzen können. Ist auch schön trocken im Moment, also vom Prinzip, ja. Immer mitnehmen, kann nicht verkehrt sein, Punkt. Genau. So, wir haben den Fehler gemacht und haben sie zu Hause. Ja, nur, dann fahren wir halt mit Bus. Hast ja mich. Ja. Gut, ansonsten, ja, sehen wir uns morgen wieder, oder wenn was Besonderes noch passiert, ne? Wir gucken mal. Guten Morgen. So, wir stehen jetzt hier am Bushalte. Busshalteplatz, der ist, also wir sind ja 300 Meter von dem Stellplatz entfernt. Ja, ja. Wir wollen jetzt mal nach Heidelberg rein. Ja, eigentlich hätte der Bus 37 kommen sollen. Ist gerade mal nicht da. Ich weiß auch nicht, ob der hier überhaupt fährt. Der kommt. Der kommt. Ich bin da ganz positiv, weil da kommt er doch schon. Ah, supi. Alles klar. Dann bis gleich in Heidelberg, oder? Jo. Da fehlt doch was. Ist ja auch eine Ruine.
out behind the Venetian blinds, had to reach for the city lights. And this ain't where I belong. Hey, look at me, mama, what I become. I've been running east, looking for sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. It's time for me to go burn all bridges. All I know, I got lost along the way. Hallöchen. So, wir sind jetzt hier in Heidelberg angekommen. Am Schloss, an der Ruine. Schlossruine. Schlossruine. Hochinteressant, wie wir meinen, oder? Ja. Kann man gut machen. Ja, auf jeden Fall. Kostet Eintritt 9 Euro pro Person. Mhm. Und ein paar Zettel ausfüllen. Und ja. Genau. Und 2G plus ist hier Pflicht, beziehungsweise dann ja, die Regeln. Ne? So, und jetzt haben wir noch so eine... In dem Ticket enthalten ist auch die Fahrt mit der Bergbahn. Und da fahren wir jetzt gleich mal da oben irgendwo hoch noch und können dann mit der Bergbahn zum Schluss ganz nach unten wieder fahren. Hoch sind wir gelaufen. 303 Stufen. Schnappatmung. War schon ein bisschen, aber gut, wir sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Wir haben es geschafft. Gut, dann gehen wir jetzt mal zur Bahn. Genau, und gucken mal, was da oben noch ist. Jo, auf geht's, Bursche. Jo, Sonne scheint, ist schön Wetter. Perfekt. Und vor allen Dingen, wir haben ja Januar, ne? Hier ist nichts los. Ja. Haben wir gerade schon gesagt, was ein Glück, dass wir dies jetzt hier sind. Ach, ich glaube, sonst würden sie dich hier tot treten. Ne? Ja. Weil ist schon sehenswert, so alles. Ne? Aber ja, Apothekenmuseum und so. Also wer da Interesse dran hat, ne? An das große Fass und, Ja, die ganze Geschichte, alles aus dem 17., 18. Jahrhundert. Also ist schon interessant. Wir gehen jetzt erstmal zur Bergbahn. Please mind the gap when leaving the vehicle. So, du kannst mit dem Ticket von dem Schloss kannst du eine Station hochfahren, aber nicht ganz nach oben. Also nee, bis zum Königstuhl nicht. Bis zum Königstuhl nicht. So, bis Molkenkur. Ja. Geht das? Und da sind wir jetzt auch gerade und vom Prinzip ist hier nur ein Hotel. Ja. Und viel Gegend. Ja, und ein paar Autos. Bushaltestelle. Und eigentlich lohnt sich das gar nicht. Nee. Also wir fahren jetzt wieder runter, alle 10 Minuten fährt diese Bahn. Ja. Und dann fahren wir jetzt nach runter in die Stadt rein, ne? Oder? Genau, gucken wir uns die Altstadt noch ein bisschen an. Ja, mal ein bisschen die Altstadt. When we wake. Hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. You and I, the future is bright.
could see the moon side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Stars, I wanna take a trip to Mars.